Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Final Fantasy XIV. Ja, in der letzten Folge wurde die Friedensfeier hier in Falkenhorst von ein paar Aufrührern gestört. Das hat natürlich jetzt wahrscheinlich sehr wahrscheinlich die ein oder anderen Auswirkungen. Deshalb Tancred. Tancred macht sich Gedanken über den Zwischenfall in Falkenhorst. Lucia und Arturiel müssten schon zurück sein und ich möchte ihnen berichten, was wir gesehen und gehört haben. Kommst du mit? Klar, komme ich mit. Gut, dann auf zur Schenke. Emmanuelle erholt sich dort von den Schrecken. Also werden wir Lucia und Arturiel bestimmt auch dort finden. Lucia? Mir wurde der Zwischenfall gemeldet. Tara, Tancred, es tut mir so leid, dass ihr da drin verwickelt wurdet. Nicht der Rede wert. Wissen wir schon, wer hinter der Sache steckt? Der Aufstand wurde von mehreren Friedensgegnern durchgeführt. Ihr Radelsführer ist eine junge Frau, die sich als Schankmaid eingeschlichen hatte. Ein paar von ihnen konnten wir gefangen nehmen, doch die meisten sind entweder im Kampf gegen unsere Ritter gestorben oder haben sich selbst umgebracht, um der Gefangennahme zu entgehen. Unter unseren Rittern sind einige Opfer zu beklagen, doch zum Glück haben die Zivilisten nur leichte Wunden davongetragen. Die Schankmaid lebt noch, aber die Pfeile haben sich schwer verletzt. Es ist höchst ungewiss, ob sie die Nacht überleben wird. Die Verhandlungen, zu der wir gerufen wurden, waren offensichtlich nur ein Trick, um uns aus der Stadt herauszulocken. Wir haben die Kollaborateure der Anführer ebenfalls verhaftet. Es war also genau geplant von Leuten, die nicht wollten, dass Ishgard sich verändert. Die Wurzel des Übels sitzt tief. Wir haben uns in Falkenhorst umgehört. Die Leute verhalten sich ruhig, aber sie sind wütend und verunsichert. Ja, genau, da war zum Beispiel dieser eine und der andere und der da. Du hattest also denselben Eindruck. Vielen Dank für deine Bemühungen und eure Anteilnahme. Großmeister Emmerich bemüht sich sehr, die Bewohner Ishgards von seiner Reform zu überzeugen. Vielen hat er schon erreicht, aber offensichtlich gibt es noch starken Widerstand. Nach wie vor bin ich von Großmeister Emmerich überzeugt. Seine Reform ist das einzig Richtige für Ishgard und ich glaube, viele Bürger sehen das ebenso. Nur leider hat der Krieg Leid und Hass tief in uns eingebrannt, während die Erleichterung des Friedens noch nicht absehbar ist. Es ist nicht leicht, sich von den Schatten der Vergangenheit zu befreien. Das lässt sich kaum leugnen. Aber wir können nicht einfach aufgeben. Großmeister Emmerich wird entscheiden, wie wir weiter verfahren. Ihr seid Augenzeuge des Vorfalls. Könnt ihr Großmeister Emmerich berichten, was ihr gesehen habt? Emmanuelle, du kehrst ebenfalls in die Stadt zurück. Darf ich? Denk nicht, ich tue das um deinetwillen. Mit deinem tölpelhaften Verhalten hast du die Bevölkerung gegen uns aufgebracht. Deine Anwesenheit hier könnte noch mehr Öl ins Feuer gießen. Schon gut, ich habe verstanden. Wo steckt eigentlich dein Diener? Er wird dich doch bestimmt begleiten. Honoriert? Ja, wo steckt er bloß? Honoriert, hallo, wo bist du? Honoriert? Tancred, hast du ihn gesehen? Ist Honorin vielleicht etwas zugestoßen? Er hat auf mich nicht den Eindruck gemacht, dass er seinen Herrn in der Not allein lassen würde. Oh oh, ich glaube, ich suche mal von oben. Sehe ich ihn irgendwo? Honorit! Emmanuelle, hast du ihn gesehen? Honorit! Wo steckst du bloß? Nee, ihn auch nicht gefunden. Jetzt reite ich erstmal hier ein bisschen Panik, indem ich auf einem Drachen rumreite. Da
oben ist ein zwitscherndes Kätzchen, aber das brauchen wir auch nicht. So, immer noch Honorit. Wo mag sich der Junge nur versteckt haben? Jetzt auch nicht. Hat irgendjemand diesen Jungen gesehen? Auf der Spitze des Torns wird er doch nicht sein, oder? Nein, das auch nicht. Bin ich hier schon wieder aus dem Gebiet raus? Da komme ich auch nicht rein. In der Seitengasse ist er auch nicht. Mann, wo hat er sich verkrochen? Suche ich eine halbe Stunde oder wie, bis die Folge vorbei ist. Aber das kann ja nicht sein, das ist ja schon außerhalb des Bereiches. Also wenn, dann muss er ja hier irgendwo im Falkenhaus sein. Nein, hier auch nicht. Jetzt guck ich doch nochmal da drüben noch. Doch, da steht tatsächlich, hier ist er. Honorit. Honorar! Ah, Honorar, nicht Honorit. Honorar, du Dummkopf! Wage es nicht, vor meinen Augen zu sterben! Herr Emanelin, ihr seid wohl auf? Welch ein Glück! Ja, mir geht es gut. Was ist mit dir geschehen? Wer hat dich bloß so zugerichtet? Verzeiht, Herr. Als sich plötzlich so viele Leute abwandten und gehen wollten, bat ich sie doch noch zu bleiben. Aber sie wollten nicht hören. Sie nannten mich einen Verräter, weil ich den Fortin diene. Mein armer Honorar, es ist alles meine Schuld. Nein, nein, Herr. Ihr habt redlich gehandelt. Ich glaube an euch und an Herrn Artoirel. Die arme Frau muss sehr gelitten haben. Wie so viele von uns. Schmerzhafte Erinnerungen sind tief in unser Gedächtnis gebrannt. Doch der Frieden, den wir anstreben, wird neues Leid verhindern. Für diese Hoffnung danke ich euch, Herr Emanelin. Honorar? Keine Sorge. Er wird es überstehen, wenn seine Wunden rasch versorgt werden. Warum muss alles so kompliziert sein? Wollen wir nicht alle das Gleiche, glücklich und zufrieden leben? Trotzdem stürzen wir uns gegenseitig ins Unglück. Aber was hätte ich denn auch machen sollen? Wieso war niemand da, um mir den richtigen Weg zu zeigen?
Jetzt gibt's erstmal eine Ohrfeige. Auch wer andere für sich entscheiden lässt, muss die Verantwortung für seine Taten tragen. Darf ich jetzt? Du hast gut reden. Ein mächtiger Held wie du braucht ja nichts zu fürchten. Ich will auch noch mal. Mächtiger Held. Aber das, was mir am meisten am Herzen lag, konnte ich nicht beschützen. Und doch habe ich die Zähne zusammengebissen und weitergemacht. Ja, Vorwürfe werde ich mir immer machen. Aber mein Ziel gebe ich nicht auf. Tancred? Tancred, warte, warte. Vielleicht habe ich etwas überreagiert, aber ich konnte mich einfach nicht zurückhalten. Immerlane ist ein verzogener Bengel, nichts wird ihm gelingen und er weigert sich beharrlich, die Realität ins Auge zu blicken. Ich kann ihn nur zu gut verstehen und gerade deshalb regt es mich so auf. Was geschehen ist, ist geschehen. Die Vergangenheit können wir nicht ändern, aber wir können Verantwortung für unsere Taten übernehmen. Das zu begreifen tut weh, aber warum sollte es ihm besser gehen als mir? Tancred hat sich anscheinend beruhigt. Emmerlane wird sich um Honorid kümmern. Das heißt, wir können zu Großmeister Emmerich gehen und ihm berichten, was hier vorgefallen ist. Also auf zu Großmeister Emmerich. Bis gleich. Ihr seid gegrüßt. Ich habe schon euch schon erwartet. Gerüchte über den Zwischenfall in Falkenhorst breiten sich in der ganzen Stadt aus. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es Verletzte und Tote gab. Und dass mein Sohn mit für die Eskalation verantwortlich ist. Bitte. Erzählt uns mehr über den Vorfall. Ja, also da war die Aufruhr, dann gab es Pfeile und dann tote Frau, verletzte Frau. Vielen Dank für die ausführliche Schilderung. Es schmerzt, das zu hören. Doch es hilft nichts, die Ohren vor der Wahrheit zu verschließen. Ich kann die Motive der Friedensgegner durchaus nachvollziehen. Das macht es nur noch schlimmer, denn viele anderen wird es ähnlich gehen. Die Friedensgegner haben es geschafft, den Hass auf die Drachen, den wir alle in uns tragen, anzufachen. Nun wird es noch schwerer, ihn zu überwinden. Endlich schien der Frieden in greifbare Nähe zu rücken, doch dieser Vorfall könnte die Reform ernsthaft gefährden. Das werde ich nicht zulassen. Ein Leben allein von Rache durchgetrieben ist eines Ishgalas nicht würdig. Mir ist bewusst, dass die von mir angestrebten Reformen für viele so wirken muss, als würde ich unsere Vergangenheit verleugnen. Das Gegenteil ist der Fall. Ich halte die Vergangenheit in Ehren und bin davon überzeugt, dass die Opfer des Krieges nicht umsonst gefallen sind. Der Krieg hat uns gelehrt, Leid und Entbehrung zu ertragen. Er hat uns stark gemacht, stark genug, um allen Widerstand zu überwinden. Die Lehren der Vergangenheit ermöglichen uns den Blick auf eine bessere Zukunft. Du ziehst die Reform also nicht in Zweifel? Man möchte meinen, dass eine solche Entschlossenheit auch das Volk überzeugen müsste, sich von den Schatten der Vergangenheit zu befreien. Leider ist alles trotz aller Überzeugungsversuche zu dem Aufstand gekommen. Die Leute haben ihren Glauben verloren und ihren Stolz. Kein Wunder, dass sie nichts mehr hören wollen, sondern ihren Ärger mit Gewalt Luft machen. In schwierigen Situationen wie dieser war es in Ishgard üblich, den Zorn der Bevölkerung auf die Drachen zu lenken. Es gab kein besseres Ventil als den Kampf. Nun müssen wir uns etwas anderes überlegen, wie wir die Gemüter in die richtige Bahn lenken. Denn schöne Worte allein sind nicht genug. Was jeder Einzelne verloren hat, kann ich unmöglich ersetzen. Doch mein Wunsch ist, dass die Ishgarder stolz sind auf ihre innere Stärke und auf ihre Ahnen.
Ich weiß, der Stolz in ihnen steckt, das Stolz in ihnen steckt. Wir müssen ihn nur wachrufen. Und ich habe schon eine Idee, wie wir das anstellen können. Es gibt Überlegungen, anlässlich unserer Rückkehr in die Eosianische Allianz eine Truppenübung abzuhalten, bei der Soldaten unserer Stadtstaaten gegeneinander antreten. Ich hatte die Idee auf Eis gelegt, weil ich die Friedensfeier mit Vidofir für wichtiger hielt. Aber vielleicht war es das ein Fehler. Wie wäre es, die Friedensfeier zu verschieben und zuerst die Truppenübung abzuhalten? Dabei sollten wir nicht nur die allgemeine anerkannte Kampfkraft der Tempelritter demonstrieren. Auch einfache Bürger sollen die Gelegenheit erhalten, sich im Kampf zu beweisen. Wir könnten eine gemischte Einheit aus Tempelrittern und Bürgermiliz bilden. Einen Staatstrupp, die das neue Ishgard repräsentiert. Wenn der Ishgarder Trupp gegen die anderen Staatengesellschaften gewinnt, wäre das ein mächtiges Symbol unserer neu gewonnene Identität. Das könnte in der Tat die Moral heben. Und es ist allemal besser, als die Unruhen einfach zu ignorieren und die Friedensfeier wie geplant abzuhalten. Ich unterstütze den Plan und bitte, zieh in Erwägung, meinen Sohn Emmerlain an den Kampf teilnehmen zu lassen. Mit seinem unüberlegten Verhalten hat Emmerlain viel Vertrauen verspielt. Ich wünsche, dass er es mit Schwert in der Hand zurückgewinnt. Dagegen habe ich nichts einzuwenden. Vorausgesetzt, er entscheidet sich aus freien Stücken dafür. Tara, bitte informiere Seneschal Lucia über unseren Plan und bitte sie, geeignete Kandidaten für unseren Trupp auszuwählen. Ich werde unverzüglich mit den anderen Stadtstaaten in Kontakt treten, um die Truppenübung in die Wege zu leiten. Falls du Emmerlain vor mir siehst, dann erklär ihm bitte die Situation. Er müsste bald zurück sein, aber wie ich ihn kenne, wird es mir bestimmt aus dem Weg gehen. Es kann gut sein, dass du ihm eher begegnest. Werde ich machen. Los, Tancred. Auf geht's. So, Tancred. Eine Truppenübung also. Vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ich frage mich nur, was Großmeister Emmerich und Graf Fortems von dir erwarten. Sie setzen zweifellos großes Vertrauen in dich. Vermutlich hoffen sie, dass du die Reform zum Erfolg fällst. Bist du bereit dazu? Von ganzem Herzen. Nichts anderes habe ich erwartet, dann will ich auch in meinen Teil dazu beitragen. Emmerich möchte eine Staatsarmee aufstellen, die aus Tempelrittern und Bürgern besteht. Die Bürgerwehr soll bestimmt von unserem guten Hilda angeführt werden. Ich sehe schon mal, ob ich sie in den Schwaden finde, während du mit Lucia sprichst. Einen kleinen Botendienst kann ich gern für Emmerich erledigen. So, dann ab zu Lucia. Hallo Tara, warst du schon bei Großmeister Emmerich? Ja, und er hat einen neuen Auftrag für dich. Der Übungskampf gegen die anderen Stadtstaaten? Ja, die Idee stand schon seit einiger Zeit im Raum. Großmeister Emmerich möchte dadurch also die Moral unserer Landsleute stärken? Das sieht unseren Großmeister ähnlich und ich glaube, es könnte erfolgreich sein. Die Alternative, weiterhin Rache an den Drachen zu üben, würde doch nur ein neues Leid heraufbeschwören. Großmeister Emmerichs Stärke ist es, sich nicht von Rückschlägen irritieren zu lassen, sondern eisern seinen Weg zu gehen und dabei anderen seine Hand zu reichen. Auch mich hat er auf diese Weise gerettet. Danke für die Information. Ich werde unverzüglich unsere besten Tempelritter für die Truppenübung auswählen. Kannst du Hilda bitten, einige fähige Leute aus ihrem Bürgerwehr aufzustellen? Das macht Tancred schon. Tancred spricht darüber schon mit Hilda? Etwas voreilig, der junge Mann. Aber gut, er beschleunigt die ganze Sache. Kannst du Hilda einen Brief von mir überbringen? Ich möchte ein paar Hinweise geben, wie viele Leute wir brauchen und was wir von ihnen erwarten. Okay, dann ab zu Hilda. So, Tancred hat Hilda schon gefunden und wir haben den Brief für euch. Nein, das ist der falsche. Jetzt komm schon. Dir. Ja, Tancred hat mir schon von der Truppenübung erzählt. Es freut mich, dass Großmeister Emmerich das einfache Volk mit einbinden will. Er weiß schon, was er da an uns hat. Also, ich bin auf jeden Fall dabei und werde meine Jungs und Mädels zusammentrommeln. Aber wie viele Leute werden überhaupt gebraucht? Und woher bekommen wir die nötigen Ausrüstungen? Ah, danke. Lucia hat an alles gedacht. Anhand ihrer Auflistung können wir alles vorbereiten. Schön, dass du auch dabei bist. Du hast einen guten Ruf bei uns in den Schwaden, weißt du? Wenn die Leute hören, dass sie Seite an Seite mit dir kämpfen werden, habe ich im Hand und Ring genug Freiwillige zusammen.
Sehr gut, dann müssen wir nur noch die Sache mit Emanuelen abklären. Ich glaube, es ist besser, wenn er von uns erfährt, dass sein Vater von ihm verlangt. Ich suche hier in der Gegend nach ihm. Tara, versuch du dein Glück im Strebewerk. Wir treffen uns dann später in der Kongregation der Tempelritter. So, okay, dann suchen wir mal Emanuelen. Bis gleich. So, Emanuelen ist hier irgendwo am Markt. Wahrscheinlich will er wieder seine Schaumweinmuscheln zu sich nehmen. So, Emanuelen, wo bist du? Wo treibst du dich rum? Ah, da. Ach, du schon wieder. Keine Sorge, ich habe Herrn J. sicher in das Anwesen meiner Familie gebracht. Er hat das Bewusstsein verloren, aber unser Leibarzt kümmert sich um ihn. Er wird es überstehen, ganz sicher. Eine Truppenübung. Und ich soll dabei mitkämpfen? Das könnte meinem Vater so passen. Sagt Tara, ihr Abenteurer führt ein freies Leben und tragt die Verantwortung für eure Taten. Ist das nicht unglaublich anstrengend? Ich hingegen bin als zweiter Sohn des Grafen von Thames geboren. Mein Lebensweg war von Anfang an vorherbestimmt. Es gab klare Regeln, wie ich mich als Ishgarder Adliger zu verhalten hatte. Plötzlich löst sich diese Gewissheit auf, die mir bekannte Welt bricht aus den Fugen. Und ich soll Verantwortung übernehmen? Ein jeder meinte, die Wahrheit zu kennen, doch ich weiß nicht mehr, was gut und richtig ist. Je mehr ich nachdenke, desto verwirrter werde ich. Deshalb bin ich in Starre verfallen, bis mir irgendjemand den rechten Weg zeigt. Ich habe Tancreds Schlag verdient. Die Schmerzen erinnern mich an mein eigenes Unvermögen. Ich trage die Schuld daran, dass Horiot misshandelt wurde. Da kann ich noch so versuchen, mir einzureden, dass ich richtig gehandelt habe. Ich fühle mich wie der letzte Dreck. Dieses eine Mal möchte ich selbst eine wohlüberlegte Entscheidung treffen. Ich werde mir anhören, was für die Truppenübung geplant ist und mich dann für oder gegen meine Teilnahme entscheiden. Begleitest du mich zum Großmeister Emmerich? Ich warte in der Kongregation der Tempelritter auf dich. Großmeister Emmerich, dürfte ich mit euch über die geplante Truppenübung der Allianz sprechen? Selbstverständlich. Was liegt dir auf dem Herzen? Obwohl wir einen Großteil des Volkes von Ishgard von unserem Reformkurs überzeugen konnten, gibt es noch immer einige, die vehement dagegen sind. Ihr Hass schlägt euch entgegen, Großmeister, doch davon lasst ihr euch nicht beirren. Worauf gründet euer felsenfester Glaube? Solange der Drachenkrieg andauert, wird dieses Land von immer weiterem Leid zerrüttet werden. Um den Kreislauf aus Krieg und Leid zu beenden, muss sich Ishgard verändern. In diesem einen Punkt stimme ich meinem Vater zu. Doch obwohl mein Vater dieses Land liebte, glaubte er nicht an die Stärke des Volkes. Er verfiel dem Irrglauben, Ishgard ganz allein aus eigener Kraft reformieren zu können. Ich hingegen glaube an das Volk von Ishgard. Ich vertraue darauf, dass wir gemeinsam und nur gemeinsam die vor uns liegenden Herausforderungen meistern werden. Ishgard braucht den Wandel und ich bin bereit, dafür jegliches Wagnis einzugehen. Ich werde nicht aufgeben, selbst wenn das bedeutet, gegen einen ehemaligen Freund kämpfen zu müssen. Immer diese starken Worte. Aber ich muss zugeben, alle Anwesenden haben mehrfach bewiesen, wozu sie fähig sind. Das Unheil, das der Bogenschütze auf mein Geheiß angerichtet hat, möchte ich wieder gut machen. Ich, Emanela Fortin, stelle mein Schwert in eure Dienste. Bitte lasst mich für die Zukunft Ishgards kämpfen. Ich spüre deinen aufrechten Willen und im Namen Ishgards nehme ich dein Angebot dankend an. Kämpfe tapfer, Emanela Fortin.
Wer wird das Heer von Ishgard befehligen? Ich. Denn bei allen Verpflichtungen bin ich in erster Linie der Großmeister der Tempelritter. Und als solcher werde ich unsere Truppen selbstverständlich persönlich in die Schlacht führen. Was für ein prächtiges Aufgebot. Die Tempelritter unter dem Kommando ihres Großmeisters. Freie Bürger und der Sohn des Hauses Fortun. Mehr hat Ishgard nicht zu bieten. Das stimmt nicht ganz. Es gibt noch jemanden, der Ishgard seit langem eine unersetzliche Stütze ist. Na, jetzt werde ich zwangsrekrutiert, oder wie? Als Abenteurerin bist du niemandem zu Gehorsam verpflichtet. Und dennoch standest du uns in unseren dunkelsten Stunden treu zur Seite. Eine treuere Verbündete kann sich Ishgard kaum wünschen. Dürfen wir auch in diesem wichtigen Kampf auf deine Unterstützung hoffen? Kann ich nein sagen? Mir ist bewusst, dass du bereits einer staatlichen Gesellschaft verpflichtet bist, gegen die wir kämpfen werden. Deshalb werde ich offiziell um Erlaubnis für deine Teilnahme bitten. Ist dies in deinem Sinne? Okay, ja, ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, oder? Vielen Dank. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Gemeinsam werden wir den Sieg erringen. Zum Wohle Ishgards. So, dann wird das also abgeschlossen. Natara, da ruhen ja wieder mal große Hoffnungen auf dir. Kein Wunder. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Ausgang der Truppenübung davon abhängt, auf welcher Seite du kämpfst. Schließlich bist du zweifellos die mächtigste Abenteurerin weit und breit. Als du deine Zustimmung gegeben hast, da war Großmeister Emmerichs Erleichterung förmlich zu spüren. Vielleicht ist er doch gar nicht so unerschütterlich, wie er sich immer gibt. Am liebsten würde ich auch mitkämpfen, aber im Gegensatz zu dir hat man mich nicht darum gebeten. Also bleibt die Sache an dir hängen. Führe deine Freunde zum Sieg. Ich hoffe, ich muss nicht PvP machen. Ich hasse PvP. Wie dem auch sei, ob wir ins PvP gehen müssen oder nicht, bitte nicht. Das werden wir in einer der nächsten Folgen sehen. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da oder schreibt was in die Kommentare. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen, hören und spielen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut, meine kleinen Seelen. Ciao, ciao.